In diesem Video... Als auch Tanzhund auf Twitter geschrieben hat. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Meiner Morsel, fangen wir mit meiner Morsel an. Auf entspannte Basis. Meiner Morsel, let's go. Der Hase. YouTube-Kacke, die Selbstzerstörung der CSU. Oh nein. Wisst ihr noch, als wir das Originalvideo angeguckt haben? Das war sehr unangenehm. So, wir schauen an, let's go. Das Video war unangenehm, das Originalvideo. Das kann also nicht gerade besser werden. Ich bin gespannt. Servus und... Okay. Oh mein Gott. Das war ja schon so auf so jugendschnittmäßig gemacht und jetzt ist es nochmal so auf übertrieben gemacht. Okay, nice. Da bin ich jetzt gespannt. Servus und herzlich willkommen zur CSU. Greta ist scheiße, die Grünen sind scheiße, die Unteilbar-Demo ist auch scheiße und die Grünen sind immer noch scheiße. So, das war's für heute. Starkes Video, das war's. Starkes Video. Ja, stark. Servus und herzlich willkommen zur CSU, der Social Media Show der CSU im Bundestag, nach der kein Arsch gefragt hat. Ich bin der Armin, ich bin ein richtiges Gesicht und meine Geburt war ein krasser Fan. Und ich werde euch ab jetzt über Tagespolitik und unsere Arbeit im Bundestag informieren. Digga, wie laut das einfach ist, was da für Geräusche abgehen. What the fuck, mein Gehirn? Ich bin der Armin. So, es geht. Klima-Ikone Greta Thunfisch ist diese Woche in New York angekommen. Ziel der Reise war unter anderem zu... Als ob Tanzhund auf Twitter geschrieben hat, Single zu ihr. Als ob... We got him. Ob das jetzt wirklich jeder so machen kann wie die Greta? Und klimaneutral? Wäre Greta einfach in die USA geflogen? Wäre Greta unterm Strich einfach in die USA geflogen? Dennoch. Guter Ansatz, denn bei uns im Bundestag versuchen die Grünen es erst gar nicht klimaneutral. Sie scheißen direkt in den Flieger. Und das auch mehr als alle anderen. Alles ist ein dichter Nebel gehüllt. Thema der Woche. Thema der Woche. Ich komm so random vorbei. Thema der Woche. Thema der Woche. Letzten Samstag gab es in Dresden ja die Unteilbar-Demo. 35 Menschen sind nach Verangabenanstalter gekommen, um friedlich für eine besoffene und breite Gesellschaft zu demonstrieren und mit ihren Koks die Veranstalter zu demonstrieren. Aber Moment, Kinder zu fisten waren ausdrücklich nicht erwünscht? Gehört das etwa nicht zu unserer freien Gesellschaft? An all die da draußen, die sich beschweren, dass die GroKo in Berlin nichts zustande bringt. Das ist der Fall. Die GroKo ist behindert. Das wussten wir schon lange. Kostprobe gefällig. Wir haben das Kinderfreibetrag erhöht. Armin's Haare hellblond gefärbt. Armin's Brille geklaut. Armin's Karriere für immer ruiniert. Special Effects Paket vom Flohmarkt gekauft. Kleines Mädchen mit Asperger gedisst. True. Eingangs im Internet gefunden, 97% Dislikes kassiert. Kohleausstieg bis 2495. Seehofer aus der Partei gejietet. Ja. Dick in die Toilette geschissen, seit 16 Jahren DSL in Bayern. Wie kann es eigentlich meiner Mause schaffen, ein Video hinzubekommen, was mehr Fakten beinhaltet und ehrlichere Politik betreibt, als YouTube-Kacke-YouTuber, als ein wirklicher Politiker. Wie ist das überhaupt möglich, frage ich mich an dieser Stelle. Aber einfach einen ganz großen Applaus für meine Morsel, denn das ist true, genau das ist true. Was hier steht, ist alles wahr. Es ist nichts gelogen. Und jetzt die Kindersoldaten auf den Weg gebracht. Jetzt hat uns die Bundeswehr gefragt. Und die Kindersoldaten. Let's go, Alter. Warum waren an den Verhandlungen dazu nur die CSU beteiligt? Ja, warum denn wohl? Genau. 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 Genau.
Ja, ja, genau. Wenn also mal wieder jemand in eurem... Und deswegen heißen diese Würstchen Deutschländer. Genau. ...im Umfeld richtig kosten will, schickt ihm doch einfach einen Link zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like, nein, kommentiert, nein, und teilt das Video. Nein, der Kerl ist an der Schnauze! Ey, sehr starkes Video. Es war wirklich, also es war 3 Minuten komplette Epilepsie-Ballerei, aber es war wirklich ein sehr starkes Video. Es war ein sehr starkes YouTube-Kacke-Video. Meine Mäusel, Kuss geht raus. Leute, falls ihr meine Mäusel noch nicht abonniert habt und ihr möchtet solche geistkranken Videos nicht verpassen, checkt seinen Kanal aus, Kuss geht raus und hört mal kurz, wenn man ihn abonniert, gibt es glaube ich immer ein ASMR-Geräusch. Ich probiere es mal aus. Ah, ich bin nicht eingeloggt, aber ich glaube, wenn man drauf geht, geht's schon. Oh, habt ihr das gehört? Nice. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.